also seit Jahresbeginn bin ich Rentner und habe meine Firma aufgegeben. Vorher war ich 32 Jahre lang Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich sage manchmal immer, ohne bleibende Schäden davon zurückzutragen. Hat mir doch Politik über die Jahre viel Spaß gemacht. Nachher wiederholte sich dann manches, da hatte ich auch nicht mehr so richtige Lust, aber immerhin. Und ja, ich war regierender Bürgermeister vor 32 Jahren, 1989, 1991. Das war natürlich die beste Zeit, muss ich sagen, weil die deutsche Einheit kam, die Einheit Berlins. Beide Teile der Stadt waren zusammenzuführen. Alles das hat viel Spaß gemacht. Erst als wir dann hier in Berlin gewählt haben, in der zweiten Jahreshälfte, im Dezember oder so, sackte dann die Stimmung ab und die Mühen der Ebene wurden offenbar. Die ganze Arbeitslosigkeit, die Aufgabe der industriellen Arbeitsplätze, alles das kam dann ja. Und es traf die Menschen noch viel mehr, weil sie außer DDR das ja überhaupt nicht gewöhnt waren. Dort gab es ja keine Arbeitslosigkeit. Und wenn, wurde sie schnell beseitigt, sofort durch Beschäftigung beendet. Also von daher ist es, glaube ich, nicht vergleichbar. Die Krise war auch nicht so groß, jedenfalls in der ersten Zeit für Westdeutschland und schon gar nicht. Die Krise war nicht so groß, nicht so wie jetzt eben die Energiekrise, nicht? Und die Überhitzung der Erde, das trifft uns ja noch viel unmittelbarer. Und wenn wir da nicht die Kurve kriegen, dann wird es ganz fatal werden. Und dann kommt eben noch die kriegsbedingten Folgen dazu, mit denen wir ja nie gerechnet haben. Wir sind ja nicht darauf eingestellt gewesen. Wir mussten ja alles in rasender Eile machen. Und sehen Sie, der Bau der Erdgasterminals in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel kommt jetzt langsam voran. Bis Jahresende wollen die wenigstens bei einem Terminal fertig werden. Das sind jahrelange Diskussionen, wo das immer verschleppt worden ist, weil es auch keinen Bedarf gab für LNG, also für Liquid Natural Gas, irgendwo über See heranzuführen. Jetzt ist das eben da, weil wir es aus Russland nicht mehr beziehen können und nicht mehr beziehen wollen. Aber jetzt geht es ganz schnell und ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist. Ich glaube nicht, dass der übernächste Winter schwieriger wird als dieser. Dieser ist viel schwieriger, weil wir im Moment beim Gasbezug nicht so viele Alternativen haben, wie wir es gebrauchen würden. Aber ich denke, das wird schon besser werden.